Hi, wir sind hier zu Gast im Landeshaus in Kiel bei Lars Harms, dem Spitzenkandidaten des SSW, des Südschleswigschen Wählerverbandes. Moin. Moin. Ja, eins kann ich oder können wir schon mal versprechen. Das wird heute ein extra scharfes Interview, wahrscheinlich das schärfste Interview, das je mit einem Politiker geführt wurde. Wir wollen Chili essen, die Früchte der Wahrheit auch genannt. Wir wollen jetzt aber erstmal mit der größten anfangen. Die größte Chili, die wir hier haben, ist nämlich eine Fake-Chili. Aber damit wir unsere Geschmacksnerven so ein bisschen in Wallung bringen, würde ich sagen, wir probieren mal ein bisschen was davon. Also da kann man dann auch reinbeißen wie in einen Apfel. Da kann man reinbeißen, die Kerne sollen ja raus, aber hier sind gar nicht groß, was alles, drin geht. Wir nehmen alles. Die schneiden wir jetzt mal so in der Mitte durch. Ich nehme mal das Teil hier. Welch ein Genuss. Süß. Süßlich, ne? Schmeckt eigentlich wie eine Paprika. Ja. Ist eine Paprika. Schmeckt wie Paprika, ist wahrscheinlich eine. Mhm. So kann es bleiben. Aber also das Richtige ist es auch nicht, ne? Ja, man muss ja auch mal ein bisschen Pepper haben, oder? Ein bisschen schärfer wäre vielleicht nicht schlecht. Das stimmt. Mit 5% bei der Wahl wäre man einige Diskussionen los um Legitimation, Legitimität des SSW. Das würde vielleicht auch bedeuten, dass man zwei Ministerien bekäme. Was wäre das Ministerium für dich? Also ob man da zwei Ministerien kriegt, weiß ich nicht. Ich finde auch nicht, das muss das Bestreben sein. Natürlich muss man mit am Kabinettstisch sitzen. Und da ist auch die Prozentzahl erstmal egal. Aber wir haben natürlich das sportliche Ziel, mal über 5% zu kommen. Man muss auch ein bisschen Gas geben wollen. Und wer dann welche Position besetzt, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und das werden wir uns jetzt auch mal reinziehen. Chili-Kugeln. Chili-Kugeln? Richtig lecker. Richtig lecker. Mhm. Und davon sollen wir jetzt... Da sollen wir jetzt stundenlang drauf rumlutschen, nehme ich an, ne? Jetzt mal. Nee, wir essen die einfach so, ne, würde ich sagen, aber schön zerkauen. Dann mal rein damit. Mhm. Ui. Mhm. Schokolade. Mhm. Schokolade ist ein bisschen was. Mhm. Da kritzt drin, ne? Die gummiartige. Das scheint ein Chili zu sein. Huh. Scharf. Würzig. Ha, jetzt kommt er durch. Also, die Nase wird jetzt frei. Mhm. Ja, geht. Bei mir ist alles gut. Mhm. Also, 2020 ist ja das 100-jährige Jubiläum der Grenzziehung, so wie wir sie heute kennen, zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein. Man bekommt ja den Eindruck, dass gerade die Minderheitsdänen in Schleswig-Holstein, der normalerweise sehr liberal strukturiert. Auf der anderen Seite der Grenze entwickelt sich gerade was völlig anderes, also eine sehr starke Ausbreitung der Dansk-Folkeparti, Hochburg der Dansk-Folkeparti sozusagen. Kann es sein, dass Schleswig sich gerade ziemlich auseinanderlebt? Na, ich glaube nicht. Nee. Also ich glaube, ein gesundes Nationalgefühl hat es in Dänemark schon immer gegeben. Und das ist natürlich oft auch immer so, dass es auch mal in Nationalismus umkippen kann. Da muss man gegenarbeiten. Ich glaube, dass solche Parteien wie Dansk Folkeparti oder in Deutschland auch die AfD aufkommen, ist zwar nicht schön, aber gehört wohl zum Spektrum mit dazu. Wenn es aber um die tägliche Zusammenarbeit hier bei uns im Grenzland geht, dann arbeiten die Minderheiten gut zusammen. Also sowohl Dänen und Friesen auf der einen Seite, wie deutsche Minderheit in Dänemark auf der anderen Seite. Aber auch die Mehrheitsbevölkerung sind eigentlich sehr pragmatisch und lassen sich auch nicht von irgendwelchen Vollpfosten aufhalten. Also insofern, glaube ich, läuft alles immer noch gut. Mhm. Welche Chili nehmen wir denn jetzt? Fangen wir klein an hier, die sieht... Die böse gleich. Die braune? Ist das eine politische Aussage? Wir können ja mal braun auffuttern. Komm, dann hauen wir uns das Ding mal weg. Ja, die sieht gefährlich aus. Oh lala. So dann. Das ganze Viech, ne? Skoll. Skoll. Mm. Ist eher süßlich, ne? Ja, merkt man aber schon Gehalt. Wie heißt das Viech? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte nur wirklich nicht damit gerechnet, dass du die braune wählst. Also, die habe ich mir wirklich nicht gemerkt. Das ist hier Scottish Bonnet. Schottische Mütze sozusagen. Oh. Mhm. 5 Minuten, habe ich gehört, soll das dauern, bis das denn so... Ja, muss Herr Harms doch erstmal... Wir kommen ein bisschen... Hering essen. Ich habe mir extra was Dänisches besorgt hier, das soll sehr gut wirken. Ja. So als Serum. Oh. Oh, das ist gut. Machen Politiker sowas öfter, so Chili essen?
Nö, also nicht in der Form. Also beim Inder schon mal, aber das sind schon Teile, die haben schon richtig gehalt. Kann ich mal sagen. Drüß. So. Das war schon mal gut. Das schmeckt nach mehr. Ich merke ihm nichts an. Ich ist ja quasi der Single Malt unter den Chilis sozusagen. Ich liebe Single Malt. Ich liebe auch Single Malt. Aber die dürfen nicht zu rauchig sein. Ich hoffe, das ist bei dem. Ja, das ist ja auch ein großes Teil. Ne? Das ist ein großes. Wir können auch kleinere nehmen. Nö. Sieht doch, guck mal. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ne? Sieht doch gut aus. Ja, aber ich muss sagen, das geht schon auf die Nase jetzt. Das kann man merken. Das geht auf die Nase. Ne? Bei mir ist das aber immer gut. Auf die Ohren, ne? Es gibt ja so spezielle Gerätschaften, um Chilis zu entkernen. Ja. Sowas habe ich natürlich nicht mit. Ja, wir sind doch noch nicht die richtigen Profis, ne? Wir sind noch nicht die richtigen Profis. Ja, aber wir sind Liebhaber, das ist ja dann auch das Entscheidende. Man muss, Liebhaber des Geschmacks. Man muss ja auch Chilis lieben. Lass mal riechen. Also wenn man eine Erkältung hätte, würde man den jetzt nehmen, um die Nase. Sehr Vitamin C reich. Ich glaube, die Scottish Bonnet ist eine der Vitamin C reichsten Chilis. Also gerade auch vorbeugend für eine Erkältung ganz gut. Ja, wunderbar. Dann bin gerade ich als Politiker, bis zum Wahltermin wo man so viele Hände schütteln muss als Politiker. Mhm. Das ist doch ganz gut, wenn man sein Immunsystem so ein bisschen stärkt. Ne? Nageln wir uns das Ding das auch mal weg, wa? Jo, führt da sonst so nichts, ne? Prost. Prost. Ja, merkt man noch nichts. Ja. Nicht so stark, wie ich dachte, aber schon scharf. Das ist scharf. Wenn man den Braun vorher gegessen hat, ist der echt. Ja, komisch. Aber wenn man spricht, merkt man, da kommt ein Heil hinterher. Es kommt noch was hinterher. Es ist in der Politik was. Aber Lars haben sie es immer noch nicht on fire. Nee, aber. Er mogelt ja auch mit seinem Weißbrot. Ich mogel nicht. Ich mogel jetzt auch. Nur erklär mir mal. Die Gemeindegebiets- und Strukturreform in zwei Sätzen. Ja, aus Ämtern Gemeinden machen und die Vertretung der Ämter direkt vom Volk wählen lassen, was jetzt nicht möglich ist. Mir ist ja fast auch bei dem Ding nicht mehr möglich. Uiuiuiui. Im Wahlprogramm steht, der SSW möchte den öffentlichen Verkehr attraktiver machen, Straßen verbessern. Da steht allerdings, soweit ich das gesehen habe, nichts von Radwegesanierung. Dabei sagt man doch, die sind für den Tourismus so wichtig, für den neuen Tourismus so wichtig, die Radwege. Ist das nicht völlig undänisch, so ein Thema gar nicht zu aktivieren? Nein, wir machen das ja ständig. Wir haben beispielsweise bei mir in Husum extra ein Radwegekonzept auch von Seiten des SSW mit angeschoben. Als Land geben wir 3 Millionen Euro jährlich auch in die Radwegeerschließung. Also das ist schon etwas, was wir fördern, was wir auch voranbringen wollen. Allerdings die größten Schwierigkeiten haben wir derzeit im normalen Pkw-Verkehr und bei den Straßen. Da sind die Schlachtlöcher am tiefsten und da müssen wir ran. Und gerade die Landesstraßen, die im Übrigen auch gerne auch von Fahrradfahrern benutzt werden, die müssen natürlich besonders stark saniert werden. Da ist richtig viel kaputt und da müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen als bisher. Also das Ding ist schon kranker Scheiß, das kann man ja noch sagen. Boah. Aber der scheint das nicht so viel anzuhaben wie mir. Ich weiß nicht. Die ganze, eigentlich ist das auch. Also bei solchen Dingen bin ich ja nicht so extrovertiert. Wahrscheinlich verletzt sich gleich. Angenehm überrascht. Ja, aber wie ist es eher die Nase? Was so ein Friese alles verträgt. Ja, weiß nicht, wer weiß, was da jetzt noch kommt. Das wird hier fertig gemacht. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja dann ein paar Bismarck hier, ein paar Matthias Hering Vorsprung. Lüdinger. 5. So ein bisschen Fett drauf. Das scheint gut zu sein, Matthias, ne? Ein bisschen haben. Nee, danke. Also das passt mir jetzt gerade nicht so zu meinem Müsli hier. So, bevor mir jetzt die Stimme wegbleibt, muss ich mal ganz schnell eine Frage stellen. Ganztagskita auf dem flachen Land, wird die nach 2022, nach 5 weiteren Jahren SSW gang und gäbe sein? Und was wird sie kosten? Oh, da war er gerade. Also ob wir sie ganz und gäbe haben werden, weiß ich nicht, weil das hängt immer auch davon ab, ob der Bedarf vor Ort besteht. Wir haben immer gesagt, wenn wir Ganztagskitas haben wollen und wir würden es gerne flächendeckend auch machen, dann muss natürlich vor Ort auch der Bedarf sein. Das nützt also nichts, wenn tatsächlich, ich sag mal so,
die klassische Familie im ländlichen Raum ja doch noch verbreiteter ist als im städtischen Bereich und die Mütter alle ihre Kinder nachmittags zu Hause haben wollen, dann nützt mir die beste Ganztagskita nicht. Also da muss man schon ein bisschen vom Angebot ausgehen. Allerdings wollen wir da mehr tun, auf jeden Fall. Wir wollen da auch mehr Geld reinstecken. Wir haben gesagt, dass wir vornehmlich jetzt aber auch gucken wollen, dass wir die Leute, die sich den Kindergartenbeitrag nicht mehr leisten können, dass wir die entlasten wollen. Und das heißt Sozialstaffel auch für diejenigen, die nicht nur von Hartz IV existieren müssen, sondern auch für die, die kleine Löhne haben, ihre Familien versuchen durchzubringen. Die sollten auch von der Sozialstaffel umfasst sein. Und da wollen wir ein bisschen mehr Geld reinstecken. Und dann glaube ich, es ist auch immer noch ganz wichtig, in die Qualität auch noch weiter zu investieren. Da haben wir schon viel getan, aber da muss noch ein bisschen mehr Gas gegeben werden. Löst da so ein bisschen die Brust. Fühlt sich sehr schön an auf den Lippen, muss ich sagen. Also bei mir ist er jetzt hier oben. Da, genau, steckt er. Und da sagt er, ich will jetzt weiter nach unten. Und wer weiß, was da unten noch passiert. So ein bisschen Herzkasper. Vielleicht ist er gerade hier. Ja. So einen nehmen wir noch, würde ich sagen. Aber erst das würde ich auch sagen. Eine Frage. Ein wirtschaftlich und demografisch, würde ich auch sagen, wichtiger Punkt ist der Breitbandausbau auf dem flachen Land. Wie wollen Sie denn da Geschwindigkeit reinbringen? Also wird ja viel versprochen, auch von der Bundesregierung, von der Landesregierung. Das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, das weiß man auch aus Dänemark, aus Regionen, die eigentlich abgehängt waren, die sich jetzt wieder berabbeln dadurch, dass sie einen Breitbandanschluss haben und kleine Unternehmen anziehen. Wie kriegt man da Fahrt? Also vornehmlich haben wir uns vorgenommen, erstmal zentrale Stellen anzuschließen. Also es gibt ja einmal die Breitbandstrategie, wo alle Orte versuchen, Breitband zu etablieren, wo wir sie auch finanziell und auch sachlich unterstützen. Dann gibt es aber auch die Region, wo man selbst damit nicht weiterkommt, weil die Leute müssen es ja auch selber wünschen. Das kostet ja auch die Leute etwas Geld. Deswegen haben wir gesagt, Schulen und Bibliotheken sollen an Breitband angeschlossen werden. Und von dort aus kann man dann weitergehen, aber damit zumindest vor Ort schon mal eine Leitung liegt. Und das ist jetzt so unser großes Ziel, insbesondere die Schulen anzuschließen. Nein, nicht jeder Ort hat eine Schule, ne? Das ist das nächste Mal. Nein, das ist richtig. Deswegen, aber man muss dann natürlich sich dann auch Ziele setzen. Wir haben auch gesagt, mindestens 25% der Haushalte sollen eben auch an Breitband, und zwar richtiges Breitband, nicht 50 Megabit, sondern wenn es geht, auch ein bisschen höher angeschlossen sein. Wird langsam irgendwie so ein bisschen Hunger auf dem Meer. Also, das ist auch eine Idee, schon lecker. Eigentlich wollte ich noch eine Warnung an alle Eltern aussprechen, dass sie ihre Kinder sowas nicht machen lassen sollen, aber das lasse ich mal weg. Das geht. Ein bisschen scharf, aber es ist lecker. Es ist wirklich lecker und sehr gesund. Sollen wir die oder wissen das Ganze dann nicht mehr so eine eigene gelbe? Nee, nicht eine ganze. Nicht eine ganze. Okay. Nee, ich merke das schon. Such dir mal ein Stück aus. Wir haben auch noch eine mehr vielleicht. Wir gleich dann geht's auf die Pumpe und auf den Magen. Auf die Pumpe noch? Muss erstmal knabbern. Das ist das kleinere Stück, okay, und die größere, kein Problem. Guck ich nochmal die Kerne ab. Mal gucken. So, wieder. Das ist aber die schärfste bis jetzt, oder? Aber richtig schön hinschmecken. Ja, ein bisschen. Da muss man schon echt ein Seemann sein, um sowas zu ertragen. Halleluja. Schenken wir noch einen ein. Oh. Ja, schon so gehen, wa? Ja. So ein Löbel habe ich auch noch hier. Also, ja, siehst du. Die Dänische Drüge so. Löge so. Dänische Tradition hier. Immer mit Drüß. So eine Art Buttermilchjoghurt. Sowas in der Richtung. Soll man noch einen Hotdog haben? Nee, gar nichts mehr. Kein Hotdog. Oh, das langt. Matthias lang. Schweißgebadet? Ja. Oh, Mann. Wir sind jetzt auch mit den schwierigen Fragen sind wir jetzt auch durch. Jetzt kommen so Fragen. Dekando Swame, Tommelfinger Orbo, Tommelfinger Nil. Also Daumen rauf, Daumen runter. Wir sind so Stichworte. Da muss man dann wirklich Farbe bekennen. Ja, trotzdem. Scharfes Essen ist gut. Dänemark bis zur Eider. Dänisch-Friesisch ab der ersten Klasse. Zweisprachige Verkehrsschilder. Immer gerne. Bier ist immer gut. Dänisches Bier ist gut. Okay. Braucht man nicht unbedingt.
Härtere Gesetze. Nein, das ist Blödsinn. Ölbohrendes Haar. Nein. Rufe nicht, auch nicht im Wald. Nordstaat. Braucht kein Mensch. Behördengänge per Smartphone. Gerne. Fahrverbote für Dieselautos. Blödsinn. Westküstenautobahn. Finde ich total klasse. Mehr friesisches Gewicht im SSW. Und dann würde ich immer sagen, dass jeder, der... Immer eine Weltquerung. Der Verstand sagt, wir haben einen Vertrag mit Dänemark, den soll man gefälligst einhalten. Dazu stehen wir auch, deswegen ist bei mir das Duell im Neutralen. Ausbau der Windkraft. Ja, und Arbeitsplätze. Kormoranbejagung. Ja, braucht man möglicherweise. Bedingungsloses Grundeinkommen. Eher nein. LKW auf der A7, das war ein tagesaktuelles Thema des SSW, kam gestern wahrscheinlich. Finden wir total klasse, endlich mal was. Das ist eine Liebe, ich bin so ein absoluter HSV-Fan, deswegen geht da der Daumen natürlich runter. Wollen wir den noch essen? Ich bin gerade einigermaßen fit wieder, ne? Mal rein damit. Der Fisch tut seine Arbeit. Bei mir sind die Lippen. Also bei mir ist der Magen. Der Magen sagt mir, Junge, muss ich nicht haben. Ich könnte die ganze Welt küssen. Meine Lippen sind heiß. Ich glaube, eine Verstopfung kriegt man mit den Dingern nicht. Noch zum Abschied. Nase voll Taschentuch nochmal. Ich bin mit den Fragen durch. Und würde sagen, alles so schön. Kunige noch Insen erfrescht, Schönheits-CD. Am 7. Mai. Am 7. Mai nur den SSW wählen, ist immer besser. Die können auch Chilis ab. Prost. Skoll. Rofavell von Kiel. Adies, Automaule.